ich hier? Pause. Bitte? Kaum. Nein, ich mach einfach weiter. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Kaufland Haul, würde Bernd sagen. Warum sagst du immer Haul? Haul. Haul. Wir waren heute Großeinkauf im Kaufland machen. Wir haben nichts auf Vorrat geholt, sondern wirklich so, was man eigentlich, doch ein bisschen Vorrat, aber nicht viel. Was immer man braucht vor einem Jahr. Naja, was man schon viel, sehr viel Frisches haben wir geholt, weil wir halt umgezogen sind. Man sieht es ganz dezent noch im Hintergrund. 12-mal Softlarm. Man braucht innerhalb von einer Woche. Und ja, wir legen einfach mal los mit dem Haul. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haul. Haul. Muss mein Handtuch haul. Warte, ihr Salat haben wir erstmal ein bisschen ausschütten. Ach, haben wir schon alles auf dem Band. 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 Wir haben uns. Wo sind Tücher? Hier. Wir haben uns einen großen Haul, Lolo Bionda und Rosso Haul Salat geholt, weil wir voll Bock auf frische Sachen haben. So, wir haben so viel Fast Food gegessen die letzten Tage beim Umzug. Deswegen viel Salat. Und als erstes hat der Bernd gesagt, soll ich die Kartoffeln zeigen. Wie viel Kilo? 7,5 Kilo, weil er möchte schon mal anfangen zu schälen. Ich möchte, ja. So. So, dann haben wir 2-mal Orangensaft, dieser Direktsaft, 100% mit Pulp. With Pulp, not from Concentrate. Und der General war im Angebot, obwohl ich gar nicht kontrolliert habe, ob der wirklich so günstig war, wie er sein sollte. Ach, der riecht so gut. Ein General. 1-mal Pilze, weil Bernd wollte heute halt Kartoffeln und Pilzpfanne machen. Alles so in einer Pfanne, weil wir noch nicht unsere Töpfe wiedergefunden haben. Die sind noch in irgendeiner Kiste. Und wir können ja erst die Kisten auspacken, wenn die Möbel, ne, ihr wisst schon. Deswegen haben wir halt nur einen Topf und eine Pfanne. Tabasco Classic, denn Tabasco ist alle. 2-mal die universelle Schlagfix Schlagcreme. Die ist super, also wir kochen damit Sahnesoßen für Nudeln. Die kann man aufschlagen, die wird richtig steif für Kuchen, für was auch immer, also süß. Deftig, alles. Schlagfix-Sahne, mega Sahneersatz. Dann haben wir 2-mal vegetarischer Fleischsalat. Oder vegetarischen Fleischsalat. Und es war richtig ausverkauft, dieses Regal da mit veganen, vegetarischen Sachen. Also viel gab es nicht mehr. Es wird immer mehr. Das, was so bollert. Bernd, du hast die Töpfe gefunden, ne? Ja, yeah. Genau. Wir haben eine Kerigold. Keine Ahnung, wo Calvino ist. Der muss ein paar Sachen aus dem Auto holen. Der kommt irgendwie nicht wieder. Vielleicht guckt er sich noch die Tiere draußen an. So, dann haben wir 2-mal diese Nuggets geholt. Die sind auch vegan. Das ist die Kaufland Eigenmarke. 3-mal haben wir die geholt. Noch einen mehr. Dann 1-mal die Falafel. Die ist auch sehr lecker. Auch mit dem komischen Hof? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben auch gesagt, der Etti kriegt sowas nur noch im Wintergarten. Dann gibt es eine neue Marke bei Kaufland. Kaufland wollte ich schon sagen. Da haben wir einmal diese Frikadellen mitgenommen. 1-mal diese Mini-Schnitzel. Und 1-mal diese veganen Chicken durchgestrichen Sticks. Und ihr werdet in den Vlogs, werde ich euch mitteilen, wie die schmecken. Dann haben wir 1-mal Basilikum getrocknet mitgenommen. Wir haben das zwar auch immer hier oder halt in der alten Wohnung, aber das ist halt auch noch in Kisten. Deswegen haben wir jetzt einfach einen neuen Basilikum mitgenommen. Genauso wie Thymian. Das brauchen wir nämlich heute Abend zum Kochen oder gleich. Ist ja schon wieder nachmittags. 1-mal Walnussöl wollte ich probieren. Das sind 100 Milliliter. Ich habe die große Flasche entdeckt und wollte das gerne im Salat probieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass das richtig lecker ist. Ja, geh doch. Als Dressing. Chillt doch mal.
Das schmeckt richtig so geröstet. Aber ich fand halt die große Flasche viel zum Probieren. Bernd hat dann die kleine entdeckt und die habe ich mitgenommen. Die hat auch nur 1,56 Euro oder so gekostet. Dann haben wir einmal Minze mitgenommen. Daraus machen wir uns sehr gerne Minztee. Den magst du auch gerne, ne Calvino? Ach, ja. Minztee mit frischer Minze. Einmal frischen Basilikum mitgenommen. Dann gibt es jetzt, habe ich noch nie gesehen, Kopfsalatherzen. Den essen wir sehr gerne, so wie Oma den gemacht hat mit Dressing, mit Sahnesoßendressing. Dann machen wir halt Sahne mit Zucker und Essigessenz und Zwiebeln. Und dann ja, mit diesen Kopfsalatherzen. Sehr lecker. Hier sind alles jetzt Aufbackbrötchen drin. Wir haben zweimal diese genommen. Diese Goldkrüstchen, die sind so ein bisschen härter. Und zweimal Weizenbrötchen. Im Kaufland ist es immer ganz verführerisch. Die stellen alles so toll hin, haben wir schon gerade festgestellt, dass man auch wirklich alles sieht und Sachen kauft, die man sonst nicht kaufen würde. Das ist uns passiert mit Müllermilch. 4 Stück, dieses Schoko. Das war im Angebot, oder? Ja. Was hat das gekostet? 64 Cent. Und was kostet sowas normalerweise? 1,19 Euro oder 1,09 Euro, bin mir gerade nicht sicher. Also halber Preis Müllermilch. 4 Stück. Einmal Rapsöl. Haben wir auch noch in den Kisten alles, aber unauffindbar jetzt. Dann haben wir Bananen mitgenommen. An der anderen Seite vorbeigeschlichen, der Lümmel. Mach ihn doch in seine Kiste rein. Nein. Dann nicht, dann lauf ihm hinterher. Und für unseren Shake, den wir morgens immer trinken, den wir hoffentlich bald wieder genießen können, wenn die Küche fertig aufgebaut ist, haben wir dreimal Tiefkühl-Erdbeeren mitgenommen und zweimal Tiefkühl-Beeren. Zweimal dieses Magnum-Mandeleis, das war im Angebot, 1,88 Euro ein Paket und das ist sehr, sehr lecker. Und einmal Schokoladeneis, einen Eisbergsalat und einen Sack Zwiebeln. Ja, ich räume das gleich aus. Darf ich eben mein Haulen zu Ende machen? Haul. Dann kommen die Kartoffelchen dahin und dann... Ja, keine Ahnung. Lasse im Sack packen wir erstmal im Wintergarten, bis hier die Küche fertig gemacht haben. Fertig geholt. Nein, ich bin nicht fertig. Wir müssen die noch hier alles freiräumen, ne? Ja, mache ich gleich, wenn ich mit dem Haulen fertig bin. Einmal Möhren mit Grün, schmecken uns am besten und ich sage immer wieder, die mache ich ab vom Grün und dann stelle ich die in einen Messbecher mit Wasser in den Kühlschrank, die halten ewig und 3 Tage. Einmal Spitzpaprika, Rot, Tomaten, Strauchtomaten, Clementinen, ein Sack. Mal deine Zuschauer auf hier das bisschen. Wisst ihr den Unterschied zwischen Clementinen und Mandarinen? Wir wussten ihn nie. Jetzt wissen wir es. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Unterschied wisst. Der Gewinner, ja. Hat gewonnen. Der Gewinner hat gewonnen. Was kriegt der Gewinner? Nix. Ach, ersten Platz. Was kriegt der Gewinner? Darf die Zettel mal ersten Platz und sich dann selber geben. Ist doch langweilig. Der Gewinner gewinnt. Ja, oder wir sagen einfach die Auflösung. Nein. Einmal Birnen. Ein Paket, die mögen wir gerne und der Smurfy sogar auch sehr gerne. Smurfy ist alles gern, außer Bananen. Ja, das stimmt leider. Radieschen, ein Bund und mit Radieschen mache ich es genauso wie mit den Möhren mit Grün. In Wasser, im Kühlschrank halten die ewig. Dreimal Kaki. Ich habe dir noch zwei, aber noch im Laden habe ich dir mitgebracht. Ja. Habe ich hier mitgebracht. Aber wenn wir abends uns Obst schnibbeln, dann essen wir auch 2-3 Stück. Hello? Ich bin heute eigentlich da heute Abend eine Pause. Oder geht das 2 Stunden durchgehen, weil wir Hunger kriegen, dann können wir noch weiter. Wartet mal eben, wir haben heute Abend Geburtsvorbereitungskurs. Größte Sorge ist, machen wir eine Pause zum Essen. Das ist aber die Frage. Wir müssen eben essen. Ich kann es ja dann sagen, weil ich bin ja schwanger. Ja. Dann haben die Leute mehr Verständnis. Crashen wir direkt bei der Vorstellung. Hallo, ich bin der Bernd, bin vegan. Und ihr? Warum? Wo ist denn der Etti jetzt? Der ist Ach, der ist. Oh, der ist ganz artig auf seinen
Seiner Decke. Ach so, und es war noch was im Angebot, das hätte ich jetzt fast vergessen. Soft Lan. Ich weiß, der ist nicht gut für die Umwelt und der ist überhaupt nicht gar nichts gut. Nichts gut. Für den Körpergeruch, deswegen brauche ich weniger Duschen, das macht es wieder wett. Ja, aber da sind da auch, also da ist so tierische Fette und so, also es ist richtig widerlich. Nicht in dem Blauen. Nicht in dem Blauen. Aber der riecht so lecker. Ich hab's echt. Schmeckt doch lecker. Versucht. Ich bin gestorben. Nein, aber ja, der riecht halt echt gut und der war was? 88 Cent? Vielleicht hat er deswegen immer Schmerzen, weil er zu viel davon nascht. 87 Cent. Ja, da haben wir direkt 12 Stück mit eine ganze Kiste. Bei einem Ananassaft wollte ich auch erst sagen, ja, wo sie sagt, sind da 6 Stück drin. Die Dame an der Ach, Kasse. An der Kasse, ja. Genau, Ananassaft haben wir auch noch eine ganze Kiste. 8 sind da drin, ne? 8. Ja, der ist im Wintergarten. Ananas. Feucht Ananas. Ja. Ja, das war unser Kaufland Food Hall. Sonst noch was? Howl. Food Howl. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen im nächsten Vlog. Ciao. Willst du dich auch verabschieden? Tschüss. Ich schaue ganz gut aus, aber ich würde drüber hin. Ciao.